So Leute, es ist Samstagabend und heute war es ziemlich hart, was das Hungern angeht. Aber dazu erzähle ich euch alles morgen weiter. Ich habe jetzt noch 1171 Kalorien offen und habe mir dann mit meinem guten Freund Tobi, der auch jetzt noch Kalorien offen hat, beschlossen, bei Butcher mal was essen zu gehen. Das Essen zeige ich euch gleich. Aber was ganz wichtig ist, warum ich mit Tobi heute hier sitze, es hat irgendwie schon ganz früh angefangen. Da war Tobi irgendwie 12 oder 13 Jahre alt, hat dann auf Facebook ein Bild hochgeladen. Das blende ich euch mal ein, wenn wir das noch finden. Da dachte ich mir, boah, der macht schon so wild in so jungem Alter. Und das hat mich wirklich motiviert, dann aufzufangen mit dem Training. Und jetzt sitzen wir hier, beide breiter geworden ein bisschen. Der hat extra diesen Cardigan an, der hat die Arme pusht. Denselben habe ich auch, ne? Okay, ich zeige euch jetzt mal das Essen. Wir lassen den Abend ganz normal ausklingen und morgen melde ich mich mal zurück. Ich habe immer so einen Chili-Burger mit Pommes und eine Gnocchi-Soße. Was hast du? Ich habe einen Bacon-Burger und dazu einen Salat. Bacon-Burger, Salat, einen auf Fitnessbach. Aber Hauptsache, wir haben natürlich stilles Wasser. Deswegen guten Appetit. Wir wollen ehrlich sein, wir holen uns auch einen kleinen Nachtisch, weil wir sind ja transparent und real. Das gibt's jetzt noch, aber ohne Soße. Thema Rudern und hier in Slow Motion mal das Allerwichtigste für mich, einmal die Körperhaltung. Wie auch bei jeder anderen Oberkörperübung, die Brust auffrischen und die Schulterblätter nach hinten unten ziehen, damit wir da schon mal die Synergisten, sprich die Hilfsmuskeln, etwas ausschalten. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Arten zu rudern und ich konzentriere mich bei der Ruderbewegung darauf, den unteren Latissimus zu treffen. Das heißt, ich möchte vermeiden, die Rhomboideen bzw. den Nacken, der bei mir schon sehr ausgeprägt ist, noch zusätzlich mit dieser Übung zu trainieren. Der nächste Punkt ist einmal der Griff und da konzentriere ich mich darauf, die Hanteln, wie ihr hier seht, nur mit den Fingern einmal zu umgreifen, nicht zuzupacken, damit ich meine Unterarme dabei entlaste und den Hauptfokus, den Hauptaugenmerk auf die Rückenmuskulatur bringe. Deswegen die Ellenbogengelenke so wenig wie möglich beugen, denn je weniger Flexion in den Ellenbogengelenken, desto weniger arbeitet der Bizeps und ich ziehe den Griff aktiv Richtung Bauchnabel und in der letzten Bewegung richte ich nochmal die Brust auf, um wirklich komplett die Endkontraktion zu bekommen. Ich predige ja immer das Muskelgefühl und das könnt ihr auch einmal ausprobieren, den Latissimus anspannen, dann wenn ihr die Arme an den Körper ranführt, merkt ihr einfach, wie sich der Fokus von der Kontraktion nach unten hin verschiebt. So, jetzt melde ich mich auch mal zu Wort. Ich hätte mir gedacht, bei dem geilen Wetter stelle ich mich einfach in den Garten und lasse die Nachbarn dann denken, dass ich irgendwie gestört bin, aber egal. So, die erste Woche ist jetzt endlich vorüber. Und ich bin ja mit 2000 Kalorien eingestiegen. Das bleibt natürlich auch erstmal so. Ich habe jetzt nur die Makros angepasst. Und zwar das Protein ein bisschen nach unten angepasst auf 2,3 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Weil ja, wir haben den Protein-Intake in letzter Zeit oder in der Vergangenheit immer sehr überschätzt, sage ich mal. Und jetzt nach den neuesten Studien reicht auch weniger Protein. Und ich habe sowieso voll schwer, das ganze Protein auf einmal reinzuhauen. Das ist auch der nächste Grund, warum ich kein IF mehr mache, kein Intermittent Fasting. Weil 2000 Kalorien sind im Nachhinein doch viel mehr, als ich gedacht habe. Und innerhalb von 4 bis 6 Stunden dann 2000 Kalorien reinzuhauen und 160 Gramm davon Protein, ist für mich einfach nicht machbar gewesen. Boah, ich wechsle mal den Arm, voll schwer, ey. So, das erstmal dazu. Heißt, Protein nach unten hin angepasst, Kohlenhydrate nach oben hin angepasst und die Fette auch wieder nach unten auf 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Damit ihr jetzt mal wisst, wie das bei mir aussieht, dann möchte ich euch noch heute über zwei Dinge aufklären. Der erste Punkt wäre einmal Thema Ballaststoffe. Einige wissen das bestimmt schon, aber die einigen oder die Leute, die halt neu im Game dabei sind, sage ich mal, denen möchte ich das natürlich direkt auf den Weg geben. Gemüse, man hört immer, man soll Gemüse essen. Und der Punkt bei Gemüse ist eben, Gemüse hat für das Volumen,
sehr wenig Kalorien. Dazu kommt noch, dass sie sehr reich an Ballaststoffen sind. Ballaststoffe ziehen im Magen-Darm-Trakt noch extra Wasser. Das heißt, das Volumen nimmt nochmal zu und dadurch ist das Sättigungsgefühl einfach höher. Ja, und wegen den ganzen Vitaminen etc. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall immer Ballaststoffe zu euch nehmen während einer Diät. Der nächste Punkt wäre einmal der glykämische Index. Thema Heißhungerattacken, das habe ich bei mir in den ersten Tagen auch gemerkt. Und zwar der glykämische Index, der zeigt einfach aus, wie hoch der Blutzuckerspiegel ansteigt in Abhängigkeit von dem Nahrungsmittel, das wir zu uns nehmen. Heißt Kohlenhydrate, sprich Einfachzucker, Zweifachzucker, Mehrfachzucker, je kürzer oder je kurzkettiger das Kohlenhydrat ist, desto höher steigt der Blutzuckerspiegel an. Das heißt, Insulin kommt und Insulin ist einfach nur ein Transportmittel, das dann diesen Zucker zu den nötigen Zellen transportiert, sage ich mal. Und je kurzkettiger das Kohlenhydrat eben ist, desto höher steigt der Blutzuckerspiegel an und desto mehr Insulin wird ausgeschüttet. Das heißt, der Insulinpeak, der steigt erstmal an und sobald der Blutzuckerspiegel dann abgesenkt ist, fällt er dann eben umso mehr nach unten. Und durch diese ganzen Schwankungen ist es eben so, dass man dass daraus Heißhungerattacken entstehen könnten. Das habe ich eben so hingehend angepasst, dass ich morgens nur Proteine zu mir nehme und um das Training herum die Kohlenhydrate bzw. auch Eiweiß zu mir nehme. Das einfach dazu. Und nochmal zum Timing von den Lebensmitteln. Viele im Studio oder auch viele Freunde sagen, dass sie abends voll Hunger haben. Das heißt, sie essen einfach viel zu früh. Ich mache es so, abends Proteine reinhauen, Kohlenhydrate reinhauen und ballaststoffreich, wie eben schon gesagt. Das heißt, viel Gemüse, damit ich halt länger getickt bin. Und das Ding ist bei mir, wenn ich Hunger habe, kann ich einfach nicht schlafen. Das war erstmal soweit zu der ersten Woche. Ich finde auch, also ich habe schon etwas abgenommen, natürlich auch ein bisschen Wasser. Ich denke auch Fett, ich weiß, ein bisschen leaner im Bauchbereich. Und wenn ich Hunger habe, so dieses unterschwellige Hungergefühl, dann stelle ich mir mal vor, dass der Körper das ganze Fett wegnimmt. So ein bisschen Placebo. Ich bin jetzt hier noch mit meinem kleinen Bruder und der hat halt in den letzten 3 Wochen eine Mandelentzündung und war ziemlich krank. Konnte nicht trainieren, konnte nicht essen. Wie viele Kalorien hast du so im Schnitt zu dir genommen? 500 bis 800 so, jeden Tag. Und sonst hast du wie viel gegessen? 2000 bis 2600. Das heißt, ein sehr krasses Defizit. Er hat mittlerweile das erste Mal in seinem Leben ein krasses Sixpack. Das Bild blende ich euch jetzt mal ein. Und ja, wie ist es jetzt für dich wieder anzufangen? Hast du in der Vergangenheit oder hast du jetzt gemerkt, irgendwie, dass du was falsch gemacht hast oder wie du dein Training jetzt anders gestalten würdest oder die Ernährung? Das Training auf jeden Fall anders, neu gestalten. Ich habe mich zu sehr an die YouTuber gehalten, die ich so verfolge. Also ich habe zu viel trainiert, das hat meinen Rücken auch kaputt gemacht. Also zu viel Volumen? Viel zu viel Volumen, ja. Okay. Ich werde jetzt immer 2 Tage trainieren und 1 Tag Pause machen und das auch beibehalten. Und jetzt vor allem in der Diät werde ich gucken, dass ich halt nicht zu viel trainiere. Manchmal ist weniger mehr, das habe ich so gelernt. Ja, vor allen Dingen, also dazu nochmal kurz. Die ganzen Trainingspläne, die ihr seht auf YouTube oder die ihr euch online kaufen könnt, was auch immer, sind halt nicht individuell auf euch ausgerichtet. Das heißt, natürlich könnt ihr Trainingspläne an sich vielleicht vom Konzept übernehmen, aber nach und nach kristallisiert sich einfach daraus, dass es vom Volumen her natürlich an euch angepasst sein muss und auch von der Situation her, kommt auch an, welchen Beruf ihr habt, welche Schwachstellen ihr habt, wie viel Volumen ihr vertragen könnt. Also das spielt einfach eine ganz, ganz große Rolle. Und deswegen kann ich euch halt sagen, wie ich trainiere, aber sagt ja auch immer dazu, dass ihr das für euch anpassen müsst. Ich habe 6 Kilo abgenommen, also in der Zeit, in den 3 Wochen. In 3 Wochen 6 Kilo abgenommen? Fett, Wasser, Muskeln auf jeden Fall. Und mein Armumfang ist um 200 cm gesunken. Also ich habe viel an den Arm verloren. Das ist schon ziemlich peinlich eigentlich. Was ist das jetzt für ein Gefühl, dass man jetzt nach einer so langen Zeit wieder ins Training gehen kann? Freut man sich oder das sagt man... Also in der 2. Woche dachte ich so, boah Andy, wieso gehst du überhaupt trainieren? Du bist so ein Lauch, du bist so dünn geworden und aber jetzt denke ich mir so, jetzt brenne ich wieder. Jetzt sehe ich die ganzen Bilder von den Leuten, die ich verfolge, die mich motivieren und denke ich mir so, boah, von schön sind die breit geworden. Deswegen, ich brenne jetzt quasi wieder. Alles fürs Shooting geben? Alles fürs Shooting geben, Leute, was geht ab? Richtig ripped werden, bei mir sieht es auch ganz gut aus. Für die Leute, die es gar nicht wissen, warum wir eigentlich alle eine Diät machen, das sage ich nochmal hier offiziell und zwar habe ich mir überlegt, weil sehr viele aus unserer Familie trainieren gehen, dass wir einfach mal so ein Familienshooting planen. Sprich, da haben wir Leute aus Duisburg, aus Österreich und sonst hier aus Köln, Aachen. Und das Shooting steht dann zwischen Ende Mai, Anfang Juni an. Und zwischen euch habe ich auch noch ein paar Shootings. Und deswegen mache ich eine Diät und wir alle eine Diät. Und wir pushen uns dann immer so gegenseitig ein bisschen.
sehr viele sind krank geworden, sehr viele Rückschläge, aber wir ziehen alle durch, ne? So, back home. Und ich muss echt sagen, mit dem heutigen Tag, wo uns die Stunde geklaut wurde und auch mit dem Kaloriendefizit, das ist manchmal schon, ja, meine Nerven strapaziert. Manchmal brauche ich einfach einen Moment, um mich zu fangen und um zu realisieren, was gerade abgeht. Aber trotzdem schaue ich halt in die Zukunft und weiß ganz genau, dass es sich so auszahlen wird, was motiviert mich. Also in allererster Linie einfach die Projekte, dass wir die Shootings haben, dass es für eine so geile Zeit wird, mit meiner Familie einfach zusammen coole Fotos zu schießen, zusammen zu trainieren, danach zusammen zu essen und die anderen Shootings, dass da mega geile Bilder entstehen werden. Und das ist einfach von mir persönlich abhängig, dass ich einfach mich schon vorstelle, ich weiß ganz genau, wie ich aussehen werde. Und ich weiß ganz genau, dass ich Tag für Tag dafür arbeiten muss. Auch wenn ich mal einen schlechten Tag habe. Das gleicht sich alles aus. Im Endeffekt ist es nur der Durchschnitt und der Glaube hier oben, ob ihr das wirklich wollt, wie sehr ihr das wollt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann natürlich einen Daumen hoch geben, Kanal abonnieren, Instagram abchecken. Dort poste ich wöchentlich meine Body Updates. Ansonsten bleibt dran. Wir sehen uns im nächsten Video.